Starke Rauchentwicklung im Südturm der Münchner Frauenkirche. So lautet heute Morgen der Einsatzbefehl an die Münchner Feuerwehr. Als sie eintrifft, ist es 8:50. Behandelt wird die Übung wie ein Ernstfall. Denn trotz modernster Brandmelder, ausschließen kann man so ein Feuer nie, sagt Domdekan Prälat Dr. Lorenz Wolf. Und weil man nicht etwas ausschließen kann, war ich jetzt froh, dass die Feuerwehr auch gefragt hat, ob sie da üben dürfen. Und was mir wichtig ist, ist auch der Öffentlichkeit zu zeigen, dass wir alles tun, um Brände zu verhindern. Und wenn welche ausbrechen, sie so schnell zu löschen, dass nicht viel Schaden entsteht. Natürlich hofft man immer, dass es nicht brennt. Aber man muss mit allen Eventualitäten immer rechnen. 1993 brannte es tatsächlich in der Frauenkirche, und zwar im Nordturm. Grund waren Bauarbeiten. Entdeckt hatte den Brand ein Taxifahrer. Der Schaden hielt sich damals in Grenzen. Es ist 9.25 Uhr. Ein Stoßtrupp macht sich auf den Weg. Rund 80 Höhenmeter müssen sie raufgehen, mit bis zu 40 Kilogramm Gewicht. Neben der Höhe gibt es ein weiteres Problem, den Sauerstoff. Ich überwache hier unten, wie viel Druck die noch in den Atemschutzflaschen drin haben und somit die Einsatzzeit, wo sie vor Ort an der Einsatzstelle eben oder am Brandherd verbringen können. Das ist im Schnitt zwischen 20 und 30 Minuten. Doch bereits nach 8 Minuten ist der Stoßtrupp am fiktiven Brandherd angelangt. Danach heißt es endlich Wassermarsch. Kurze Zeit später sind die Männer wieder unten. Tagesbilanz insgesamt 160 Höhenmeter. Ja, es geht schon. Ich meine, wir sind ja ein fürs Team und man darf sich da nicht stressen, sondern schön zügig, aber nicht zu schnell aufgehen, damit man oben noch Luft hat. Und auch Gruppenführer Wolfgang Winkler ist mit seinem Team nicht unzufrieden. Bis jetzt, also man muss das Ganze noch mal analysieren, aber bis jetzt habe ich überhaupt nichts feststellen können, was schiefgelaufen ist. Beim Brand in Notre Dame wurden auch die Kunstwerke mit Hilfe eines Notfallplans gerettet. Das wurde heute in München aber nicht trainiert. Gut, wir haben nicht die großen Schätze im Dom, es sind Kunstschätze da und das ist nicht ganz so einfach, weil sie halt auch verankert sind. Natürlich wird man versuchen, die Kunstgüter zu retten, die zu retten sind, aber die sind in der Menge auch nicht vorhanden. Trotz des Übungserfolgs heute, den Ernstfall will niemand.